Nice one. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel. Leute, meine Anmoderation ist so lang. Auf jeden Fall zocken wir eine Runde Solo und ich habe heute ein kleines Thema dabei und zwar spielen wir. Und zwar reden wir über den Fortnite World Cup. Über die Weltmeisterschaft in Fortnite. Sie steht ja schon vor der Tür. Am 14. April geht es, glaube ich, los mit den ersten Qualifikationsrunden. Und ich möchte heute so ein kleines bisschen mit euch darüber reden, ob ich mitspiele und wie ich meine Chancen sehe und so weiter und so fort. Und meine Taktik, meine geheime Taktik für den World Cup werde ich euch natürlich verraten und so weiter und so fort. Aber bevor wir da anfangen, haben wir einen Gegner, den wir ausschalten müssen. Uff, uff. Und wenn ich es mit diesem Equip nicht schaffe, dann weiß ich aber auch nicht, Alter. Holy moly, knappe Sache. Ja, auf jeden Fall soll es sich heute ja so ein kleines bisschen um den World Cup drehen. Und ja, ich werde den World Cup spielen. Ich werde die Qualifikationsrunden spielen. Ich werde sie aber sehr wahrscheinlich nicht streamen. Und ich werde sie vielleicht nebenbei aufnehmen. Vielleicht werde ich auch nicht aufnehmen. Mal gucken. Ich weiß nicht, weil es ist immer so, on-stream, on-Aufnahme bin ich immer schlechter als off-stream ohne Aufnahme. Und ich will natürlich so gut es geht dort performen. Aber ich glaube nicht, dass ich besonders gut abschneiden werde beim World Cup. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass ich ins Finale komme. Beziehungsweise eingeladen werde zum richtigen World Cup. Einmal, weil ich halt ein Kacknoob bin, wie ihr schon sehen könnt. Einmal, weil ich ein Kacknoob bin im Bauen, wie ihr gerade gesehen habt. Und anderer Grund ist, dass es extrem limitiert ist, wer zum World Cup eingeladen wird und wer nicht. Leute, ich habe hier eine kleine Tabelle. Ich blende sie euch, glaube ich, einfach mal hier ein. Ich verlinke euch auch alle Infos zum World Cup unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mich an der Stelle auch über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Abonniert doch gerne den Channel und lasst gerne ein Like da. Es wäre ehrenhaft. Und da könnt ihr natürlich auch alles nochmal nachlesen. Auf jeden Fall gibt es da so eine kleine Tabelle und die zeigt die Plätze, die man erreichen muss, um sozusagen für den World Cup qualifiziert zu sein. Und zwar gibt es in Solo 5 Wochen, wo man sich qualifizieren kann und es gibt im Duo 5 Wochen, wo man sich qualifizieren kann. Also insgesamt 10 Wochen. Und Leute, das Krasse ist, im Solo pro Woche, also man hat 10 Games, über die 10 Games sammelt man Punkte und mit diesen Punkten ist man dann sozusagen in der Bestenliste. Und von den Besten in dieser Woche werden 8 Leute eingeladen. 8 Leute qualifizieren sich sozusagen pro Woche für den World Cup. Das heißt, man muss mindestens in die Top 8 kommen. Und wir haben es ja letztens schon gesehen, es ist ziemlich heftig, wie da reingesweatet wird. Und ich persönlich glaube einfach von mir, dass ich nicht gut genug bin. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich werde es mit voller Motivation probieren. Es wäre natürlich so ein kleiner Traum, der in Erfüllung gehen würde, wenn ich mich wirklich dafür qualifizieren würde. Aber ich glaube, dafür spiele ich zu wenig Competitive und bin zu schlecht in Competitive. Und in Solo, in den 10 Games, muss man auf jeden Fall viel Glück haben. Man muss konstant abliefern und man muss jede Runde schmackhafte Punkte machen. Und das wird sehr, sehr, sehr hart, Leute. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, wie schon gesagt. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vermutet, ob ihr es schafft. Oder ob ihr meint, so, yo, Top 8 nur, das wird richtig heftig. Weil ich habe echt gedacht, man braucht weniger Punkte, um qualifiziert zu werden. Oh, jetzt habe ich schon wieder 2 Leute hier. Meine Güte. Kommt hier noch einer an und klaut mein Kill. Danke, Bro. Ehre von dir.
wer versucht mich denn da runter zu boxen, ey? Ach komm, Blum. Nice one. Nice one, Leute. Holy moly. Was ist da denn schon wieder los, frage ich mich an der Stelle. Ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Chancen einschätzen würdet. Ob ich es schaffen würde, mich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Aber das Krasse ist ja, man muss in der Top 8 sein. Und das noch krassere ist, es kommen nur 4 Duo-Teams weiter in den Duo-Turnieren. Das heißt, man muss in der Top 4 sein. Das heißt, theoretisch, wenn jemand Top 5 in diesem Turnier ist, ist er nicht qualifiziert mit seinem Duo-Team. Und das ist so heftig, muss ich sagen, dass man selbst... Nice one, den haben wir. Und das Krasse ist wirklich, wenn man Top 5 wird im Duo, was eine unglaublich krasse Leistung ist in so einem Turnier. Man bekommt natürlich, man gewinnt ein bisschen Geld, weil ich glaube, diese Turniere sind auch wieder so 100.000 Dollar Turniere oder so. Und ich finde aber, das Krasse ist, dass selbst wenn man Top 5 wird, nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert ist. Und das ist richtig heftig. Und er gibt mir einen Snipe. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich einfach gesniped werde? Ja gut, hab ich, aber... Du bist tot. Ja Leute, ich würde sagen, ich zock einfach nochmal eine ganz entspannte Runde Solo und wir müssen natürlich jetzt hier auch den Win rausholen. Vorbereitung für den World Cup. Ich versuche natürlich so gut es geht zu spielen. Nice one, du bist tot, Junge. GG. Let's go. So. Nice one, du bist tot. Dein Name ist Geschichte, mein Freund. Hi, Bro. Fuck, Leute. Oh mein Gott. Alter, was ist los mit mir? Armen Gegner, Alter. Oh, ich hab gedacht, der hat Domino Trap eingesetzt. Nice, 3 Hits. Ja, ich glaube, das war's. Uff! Der hat sich aber gut gesaved mit dem Rift. Jawohl, Alter. So muss das ausschauen, Junge. Kein Schick mehr.
Wir sehen uns. Vielleicht würde er mich ja nicht sehen wollen. Nein! Oh Mann, bin ich dumm. Nice, 2 Hits und oh, Chichi. Nice, Leute, 12 Kills. Lasst sehr, sehr gerne auch ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Fortnite Battle Royale. Supportet mich als Creator im Fortnite Item Shop, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.